In dieser ersten Corona-Klavierlektion habe ich eine wunderschöne Klaviermelodie für euch. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Und das Besondere an dieser Corona-Klavierlektion ist, dass ihr die sowohl 5 Minuten spielen könnt oder üben könnt oder viel, viel länger, den ganzen Tag, das ganze Wochenende oder sogar eine ganze Woche. Genauso ist diese Klavierlektion hier aufgebaut. Schön, dass ihr da seid und ich spiele euch erstmal die Melodie vor, um die es geht. Und anschließend zeige ich euch, beziehungsweise wenn ich sie jetzt vorspiele, spiele ich sie erstmal ganz einfach vor und später schmücke ich sie ein bisschen aus. Nämlich das ist letztendlich das, wie das hier mit dieser Klavierlektion funktioniert. Übrigens, wenn ihr ganz blutige Anfänger am Klavier seid, schaut mal unten in der Videobeschreibung, habe ich meine kostenlosen Klavierlektionen für Anfänger verlinkt. Außerdem habe ich auch für Fortgeschrittene einen kleinen Minikurs verlinkt, den ich hier bei YouTube habe. Okay, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Melodie. Übrigens, später werde ich auch noch ein paar Kommentare von euch beantworten, werden wir noch ein bisschen quatschen und ich werde euch auch so nochmal was vorspielen. Aber jetzt erstmal die Melodie. Viel Spaß und schön, dass ihr da seid. So, vielleicht fällt es euch schon auf, ich improvisiere hier gerade auch diese Melodie. Das heißt, eure Melodie kann letztendlich noch ein bisschen anders klingen. Und was ich genau gemacht habe, lässt sich sehr schnell, sehr kurz erklären. Nämlich letztendlich haben wir hier 3 Akkorde in der linken Hand. Und jetzt kommt erstmal die Version für Anfänger. Man kann das mit den 3 Grundtönen spielen. Mit dem A. Pass auf, wenn du blutiger Anfänger bist, wenn wir 3 schwarze Tasten haben, nimmst du die mittlere und gehst dann rechts auf die weiße. Das ist das A. Das kannst du mit dem Daumen spielen. Dann die Taste darunter, das ist das G mit dem Zeigefinger. Und dann die Taste darunter, das F mit dem Mittelfinger. Für die Fortgeschrittenen, die Akkorde später sind A-Moll, G-Dur und F-Dur. Die zeige ich natürlich auch noch. Erst aber mal, wann wir die Töne anschlagen. Und zwar immer gleichmäßig, zweimal A, 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 zweimal G,
G und viermal F. 2, 3, 4. A, A, G, G. Und viermal F. So, mit Akkorden könnte das so aussehen. Ganz wichtig, alles immer gleichzeitig. A-Moll hat die Töne A, C, E. G-Dur, alles eins nach unten. G, H, D. Und F-Dur noch eins nach unten. F, A, C. Übrigens, ich sehe gerade, bei diesem Video sind über 100 Leute schon dabei. Erstmal schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ihr sitzt schon alle am Klavier. Ja, nicht, wir sind alle den ganzen Tag zu Hause. Also was gibt es Besseres, als eine Runde am Klavier zu sitzen, dachte ich mir. Genau, und ihr habt auch gesehen, das ist die erste Klavierlektion. Wenn euch das gefällt, schreibt doch mal, wie ihr diese Corona-Klavierlektion findet, die Idee dahinter. Dann machen wir das mal regelmäßig in der Zeit, wo wir zu Hause bleiben müssen. Vielleicht machen wir auch noch irgendeine andere Aktion oder so, wenn ihr Lust habt. Das sind die Akkorde. Und in der rechten Hand, die Regel ist ganz einfach, nämlich ihr könnt da eigentlich alle weißen Tasten spielen, wie ihr möchtet. Aber ein paar Tipps habe ich für euch dazu. Nämlich, wenn ich die jetzt wirklich so ganz wahllos spiele, ne, ich kann natürlich auch einfach so machen, das klingt natürlich nicht schön, wären auch alles nur weiße Tasten, wenn ich die spielen möchte. Ich kann auch das so spielen. Klingt auch nicht so schön. Ja, deswegen eine kleine Hilfestellung. Je einfacher, desto besser. Zum Beispiel ist euch vielleicht vorhin aufgefallen, als ich das angefangen habe vorzuspielen, habe ich hier wirklich nur mit einem Ton angefangen, hier mit dem A hier oben. Und habe das mal mitgespielt. Ich kann das mal alles genau gleichzeitig spielen. Links die Akkorde und rechts immer das A oben. Viele Grüße an Niki Martina, ist das, glaube ich, dass er die Idee toll findet. Es freut mich sehr. Okay, ich mache mal weiter hiermit. Dann habe ich später das A in der rechten Hand immer gespielt. Nachdem ich links einmal angeschlagen habe, habe ich rechts zweimal das A gespielt. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. So, das Spannende, was ich nämlich jetzt mache, die Töne sind noch immer die gleiche, aber ich verändere quasi den Rhythmus. Boom, tata, boom, tata, boom, tata, boom, tata, tschulung, tata, dum, tata, boom, tata. So, und wenn ich jetzt in der rechten Hand nicht nur diesen einen Ton nehme, nämlich zum Beispiel drei Töne, zum Beispiel diese drei Töne, A, G, E, und wieder zurück. G, A. Und das Gleiche mache eigentlich. Links zusammen. Und dann rechts mal alleine wieder zusammen. Ja, oder am besten jetzt an dieser Stelle gar nicht zu viel denken, sondern mit der rechten Hand einfach mal. Ich schiele übrigens mit einem Auge immer auf eure Kommentare hier links. Ihr könnt mal reinschreiben, wer zum Beispiel von euch tatsächlich auch gerade am Klavier sitzt, das Ganze mitmacht oder ob ihr euch das Video einfach nur anschaut. Oder ob ihr das später macht, nämlich das Video wird später auch online bleiben. Also nicht nur live, sondern anschließend nach der Live-Session auch online bleiben. Okay, jetzt wechsle ich mal die drei Töne oben. Und in der linken Hand spiele ich nochmal nur die Grundtöne. Das wäre die Anfängerversion. So, und da kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 2.
Nämlich, wenn ich jetzt die Töne gewechselt habe, habe ich quasi, ich nenne das immer einen anderen Baustein. Davor hatte ich diesen Baustein, diese drei Töne. Ja, und dann habe ich diese drei Töne genommen, das ist ein anderer Baustein. Und dann kann ich halt den Rhythmus verändern. Das war das, als ich dann vorhin links, rechts, rechts gemacht habe. So, und eigentlich ist das schon das gesamte Geheimnis, die gesamte Übung. Ich spiele euch gleich mal ein bisschen vor, zeige ich noch ein paar Beispiele. Aber das ist der Grund, wieso diese Corona-Klavierlektion sowohl ein paar Minuten dauern kann, als auch viel länger. Oder diese Übung, wenn ihr das selbst durchführt. Ihr könnt nämlich euch das ganz kurz einfach, ihr könnt einfach nur mal diese ganz einfache Sache machen. Ja, und dann sagt ihr, okay, das hat mir gut gefallen, jetzt mache ich weiter. Oder ihr könnt natürlich den ganzen Tag damit verbringen und immer weiter Bausteine raussuchen, ein bisschen herumexperimentieren. Aber ich empfehle es wirklich immer einfach zu halten. Also jeder Baustein, also keine großen Sprünge zum Beispiel, kann man zwar machen, aber die meisten Melodien sind tatsächlich mal einfach gehalten, ja, mit benachbarten Tönen und bestehen aus wenigen Tönen und variieren vor allen Dingen im Rhythmus. Ihr habt gesehen, ich habe auch oft das A immer dabei, das hängt vor allem damit zusammen, obwohl eigentlich, ich habe es ein bisschen nach Gefühl gemacht, aber wir sind eine Tonart A-Moll offiziell, deswegen bietet sich das A an, aber es geht wirklich mit anderen Tönen auch, ich spiele mal drei Töne, wo das A nicht dabei ist. Guck mal, drei Töne, wieder ein ganz anderer Rhythmus. E, G und D habe ich in der Rechnung. So geht's auch. Marcel, hallo Agafos, hallo Colin, ich habe gesehen, dass ihr da seid, schön. Ich sehe auch, es sind viel mehr da, ich kann leider nicht alle Namen gerade sehen, aber ich gehe in die Kommentare gleich gerne durch. Wie gesagt, ein bisschen quatschen wir noch. Okay, also, aber ihr habt gesehen, ich habe jetzt wieder andere Bausteine genommen, ich habe es auch doch ein bisschen komplizierter gemacht, also nicht zu viel wiederholt, das ist quasi schon ein bisschen fortgeschrittener, ob es unbedingt schöner ist, ist tatsächlich Geschmackssache, also komplizierter muss nicht unbedingt schöner sein, wenn es zu kompliziert wird, ist es meistens nämlich nicht mehr so schön. Okay, noch eine Sache in der linken Hand, bisher habe ich die Akkorde so ganz alles schön zusammengespielt. Ihr könnt die Akkorde auch aufbrechen, die Töne einzeln spielen. Oder sogar noch mehr aufbrechen. Das A-Moll kann man auch so spielen. A, E, A. G-Dur kann man G, D, G. Und F-Dur, F, C, F auch spielen. Hallo Markus Wendel. Auch schön, dass du da bist. Chorus auch. Und Porter LB, hallo. So, was ich gerade jetzt noch zusätzlich hinzufüge, aber das wird dann noch fortgeschrittener, ist, dass ich eine Rechnung mehr als einen Ton spiele. Und letztendlich mache ich aber nichts anderes, als die gleichen Töne, die ich in der linken Hand schon spiele, wenn ich A, C, E spiele, diese auch in der rechten Hand entweder nur spiele oder der Melodie hinzufüge. Ja, A, C, E, E, A, C, E. Wenn ich hier oben eine Melodie spiele mit dem kleinen Finger, ja, kann ich dann... So, seht ihr hier, das ist genau das Gleiche. Ist ein bisschen schwieriger natürlich auch zu greifen. Genau, aber das wäre dann nochmal die sehr fortgeschrittene Variante. Okay, pass auf, ich schlage vor, ich spiele euch nochmal ein bisschen was vor. Auch auf dieser Basis, ich improvisiere mal ein bisschen, auch jetzt nochmal ein bisschen
ein bisschen erweiterter als vorhin. Ja, ich versuche noch ein bisschen mehr Abwechslung mit reinzubringen. Nämlich das letzte Element ist natürlich Dynamik, dass ich einmal leise spiele. Und dass das Ganze dann auch immer lauter wird. Und wieder leiser. Ja, und damit kann man dann, guck mal, nur ein Ton, wie schön das einfach klingen kann. Nur mit Dynamik und ein bisschen Rhythmus. Mal leise fange ich an. Ne? Wird immer lauter, noch lauter und wieder leiser. Hallo Tatjana. Tatjana Kramer. Und Face It Angel, wenn es so ausgesprochen wird. Ans Klavier kommst du wieder, Face It Angel, wenn dein Mann hoffentlich bald wieder aus der Quarantäne raus kann. Und schön, Eva S., dass du auch da bist. Schön, dass du das Lied spielen kannst. Contin O Trete. Okay, also, wie gesagt, ich spiele jetzt nochmal ein bisschen und dann gehe ich nochmal mehr auf die Kommentare ein. Und ich hoffe sehr, dass ihr das auch mal ausprobiert. Wenn ihr es nicht jetzt sofort macht, dann vielleicht später. Also, es geht los. Ich fange erst wieder nur mit diesem einen Ton an. Schwarze Tasten mit reingenommen. Thank you.
Schluss hier. Einfach den A-Moll-Akkord A, C und E einmal komplett aufwärts. Unten das A, E, A, C, E, A, C, E, A, C, E, A. Die ganze Zeit. A, C, E. Letztendlich in der Reihenfolge wäre es richtig. Ja, alles klar. Ich schau mal, Entschuldigung. Ich hole euren Kommentar mal ein bisschen näher. Mal schauen, was ihr so schreibt. Sagt mal, wie es euch geht. Was ihr so macht. Seid ihr alle schön zu Hause? Ich hoffe, ja. Paul Messerschmidt, herzlich willkommen. Was für ein E-Piano ist das? Das ist ein Yamaha P115. Aber der Sound kommt aus dem Computer. Der Sound ist ein Native Instruments, The Giant. Und letztendlich muss ich dazu sagen, dass letztendlich alle E-Pianos heutzutage eigentlich ganz gut sind. Ja, also kann man nichts falsch machen. Je mehr man ausgibt, desto mehr bekommt man auch. Ich habe nicht viele Funktionen hier, aber die Tastatur ist sehr gut und ich nutze sowieso meinen Sound aus dem Klavier, deswegen ist alles wunderbar. Aber persönlich mag ich sogar E-Pianos von Roland lieber, weil die haben noch so einen Druckpunkt an der Tastatur, die sich immer sehr schön anfühlt. Flight Flash. Oh, du hast aber einen Zungenbrecher als Name. Wie lange spielst du schon am Klavier, fragt er. Ich spiele schon, wie lange spiele ich schon? Ich glaube 30 Jahre jetzt. Nee, so alt bin ich noch gar nicht. Okay, vielleicht spiele ich schon 30 Jahre. Agafrost, EF, gut. Ja, okay, das sind witzige Kommentare. Potter EB fragt, ob ich einen Flügel habe. Nein, habe ich leider nicht. Daniel Hohmann. Thomas, kennst du Next to You von Parasite? Das ist so schön. Oh mein Gott. Nick, Daniel kenne ich nicht. Hör ich mir gerne mal an. Ich höre mir sehr gerne an, wenn ihr irgendwelche Lieder sagt, wo ihr sagt, hey Thomas, hör mal das wunderschöne Klaviermusik. Und ich kenne das nicht, dann höre ich mir das auf jeden Fall an. Ich bin natürlich ein sehr großer Fan. Tatjana Kramer, Stay at Home. Ist das ein Song oder ist das einfach nur die Aktion? Oh, der Burkhard Simon hat ein Roland E-Piano und Marcel F73 auch ein FP90 und sehr zufrieden. Na wunderbar. Colin, wie ist es so in L.A.? Colin, alles in Ordnung. Ich denke, die Situation auf der ganzen Welt ist gerade ähnlich. Also alle bleiben schön zu Hause, ist ja auch richtig. Ich sehe gerade auf dem Videobild, ihr könnt sehen, dass ich eine kurze Hose anhabe. Hier ist es ein klein bisschen wärmer, aber auch nicht richtig warm. Auch nicht richtig warm gerade. Genau, aber mir geht es sehr gut. Ah, Gussingale Flight Flash. Bin eine Sie? Ganz verstehen tue ich es gerade nicht. Elkin Uko fragt, ob ich irgendwelche Serien schaue. Ich schaue so gut wie keine Serien. Ich schaue mir YouTube. Ich habe mir letztens, weil es kostenlos von Apple TV Plus gab es so einen kostenlosen 7-Tage-Zugang. Da habe ich ein paar Folgen der Morning Show gesehen. Das fand ich ganz witzig. Aber sonst schaue ich keine Serien. Genau. Ich bin echt ein YouTube-Fan. Ich habe auch sonst noch nie Netflix gesehen, ist falsch. Ich glaube, ich habe vor 5 Jahren mal kurz irgendwas reingesehen, aber ich habe keinen Netflix-Account oder sowas. Okay, Piano-Impro. Hey Thomas, welches Equipment hast du, um in Videos einen guten Soundqualität des Pianos zu ermöglichen? Ach so, ja guck mal, kann ich das gerade irgendwie erklären oder zeigen? Also, von diesem Instrument, was ihr gerade seht, gehe ich hinten über USB raus in meinen Computer. Und in meinem Computer habe ich Logic Pro laufen, aber ihr könnt zum Beispiel auch GarageBand, das ist kostenlos bei jedem Mac dabei. Ansonsten für Windows gibt es auch, oder auch für Handys übrigens, für Android und iOS gibt es kostenlose Piano-Apps, da könnt ihr euer Piano, E-Piano mit verbinden. Genau, und mit diesem Programm kann man den Sound dann auch sofort aufnehmen. Und dann klingt das auch viel besser. Guck mal, der Klaviersound klingt ja gerade viel besser, als würde ich einfach nur die Kamera laufen lassen und das eingebaute Mikrofon der Kamera nutzen.
ja, einfach dieses. Wie nah das Klavier auch einfach klingt, ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie laut es gerade bei euch ist, aber es müsste ziemlich nah, ziemlich intim auch klingen. So als wäre das Mikrofon sehr nah am Klavier dran, einfach weil es sofort über den Computer aufgenommen wird. Und das mag ich sehr gerne einfach. Piano-Impro, ich hoffe, das beantwortet deine Frage etwas. Sebastian Cox schreibt, mein Freund, du bist eher Simons geschädigt mit deinem Roland-Tick. Ja, das kann sein. Okay, das ist ein Insider. Aber übrigens, wär ich eher Simons geschädigt, dann wäre ich weiß gar nicht, ob ich dann eine Kurzweil vielleicht hätte. Übrigens, Kurzweil-E-Pianos fände ich ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht auf dem aktuellen Stand, inwiefern Kurzweil noch E-Pianos herstellt. Aber ich weiß, dass dieser Herr Kurzweil ein sensationeller Erfinder ist. Er hat auch den Flachbettscanner erfunden, der das E-Piano überhaupt erfunden, wie wir es heute kennen. Hey, Summit BHAJ, can you speak English? Of course. I have also English videos on my channel. And by the way, 50% of my subscribers, not of my subscribers, but of people who are watching my videos are English speaking. Okay, Angelika Vrincianu, hallo, du hast nur so Smileys geschickt, aber schön. Burkhard Simon, gibt es auch Corona-Handcreme? Spiel mir schon mal die Finger, wo man nichts anderes machen kann. Als Zocken und Klavierspielen und Disney Plus schauen. Aha, Disney Plus hast du, nicht schlecht. Corona-Hand, keine Ahnung. Okay. Okay, die Cardia 018. Hättest du Tipps, wie man als blutiger Anfänger am besten Noten lesen lernt? Ich kann zwar ein paar Lieder spielen, aber ich würde gerne lernen, Noten zu lesen und gleichwertig zu spielen. Ja, weißt du was? Ich habe ein Video, wenn du nach Klavier lernen oder Klaviernoten lernen bei YouTube eingibst, da findest du mein Video. Also erstmal erkläre ich eigentlich alles in diesem Video, aber wenn du noch mehr möchtest, habe ich unter diesem Video einen Link und da habe ich zum Beispiel so ein Notenlerntool verlinkt und an noch weitere Lektionen zum Klavierspielen nach Noten. Okay, Marcel, ja, vielen Dank für die Rückmeldung, dass die Lautstärke perfekt ist. Das freut mich sehr. Es ist mir ein bisschen tricky mit dem ganzen Sachen. Bei einem Livestream vor allen Dingen mit dem Sound. Okay, Mister, was geht Sie das an? Hey Thomas, wo ich dich mal live erwische. Vielen Dank für die ganzen Hammer-Tutorials. Habe das Gefühl, dass 90% unter deinen Videos nur Musikwünsche schreiben und keiner bedankt sich so wirklich. Also, sehr gerne geschehen. Freut mich, dass du dich bedankst. Aber doch insgesamt kommen viele Leute, die sich bedanken. Freut mich auch sehr. Ich bekomme auch viele E-Mails übrigens. Das ist immer sehr schön zu hören, weil dann auch viele ihre Geschichte so erzählen, was sie so gemacht haben und so. Ja, hey, Arab, my pants. I show you my pants. Here are my pants. Can you see this? I really have pants on. Ich habe wirklich Hosen an. Ja. Hey, Thomas, danke für alles. Eine Frage. Kommt noch Teil 4 von Amelie einfach? Ja, kommt noch. Übrigens, das ist das, was gerade bei Teil 3 aufhört. Die fabelhafte Welt der Amelie. Das ist mein neueres Tutorial. Ich habe das Ganze schon einmal aufgenommen vor ein paar Jahren. Da ist die Videoqualität noch nicht so gut, aber rein theoretisch könnt ihr in der Zeit damit weitermachen.
Aber der nächste Teil kommt in den nächsten Tagen. Die Tatjana Kramer fragt, kann man auch Keyboard lernen, wenn man total unmusikalisch ist? Also auf jeden Fall. Also ich glaube zumindest nicht an Talent, aber vor allen Dingen gibt es auch schon viele Versuche, viele Studien, die durchgeführt wurden. Da gab es wurden irgendwie so 100 Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die einen sollten viel üben und die anderen sollten wenig üben. Und die Leute, die viel geübt haben, konnten nach ein paar Wochen einfach besser Klavier spielen, ja. Und zwar alle. Ja, unabhängig davon, ob sie schon vorher irgendwie Talent hatten oder nicht. Es ist wirklich eine Übungssache. Und so schwer ist es gar nicht. Ja? Das Unmusikalische, ich weiß nicht, wer dir das überhaupt eingeflößt hat, auf dir das irgendeiner gesagt hat, du musst unmusikalisch. Ich glaube einfach nicht daran, dass es unmusikalische Menschen gibt, ja. Also es gibt Leute mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, wenn dir deine Mama als Baby öfter mal ein Lied vorgesungen hat zum Beispiel, oder wenn du überhaupt viel Musik gehört hast als kleines Kind, als Baby, da wird man natürlich irgendwie vorgeprägt. Aber trotzdem, unabhängig von dieser Vorprägung, kann man auf jeden Fall ein Instrument lernen. Okay, zwischendurch, guck mal, ich spiele noch mal ein Lied. Also ich bin so im Improvisationsmodus. Diesmal spiele ich aber was in Dur von, habe ich in Moll gespielt oder überhaupt diese Corona Klavierlektion. Das war etwas in Moll. Mal schauen. So, das war eine Improvisation in D-Dur. Also ich habe die Akkorde ein bisschen abgewechselt. Und eine Frage kommt schon hier von Alexis Klexus. Alexis Klexus.
Auch sensationeller Name. Wie kann man beim Improvisieren eigentlich besser mit schwarzen Tasten arbeiten? Also in erster Linie, dass ich hier mit schwarzen Tasten gerade gearbeitet habe, liegt an der Tonart, D-Dur. Nämlich die Tonart ist diese. Ja, und um diese Dur-Tonleiter zu spielen, guck mal, die gleiche Melodie in C-Dur geht. Hier habe ich keine schwarzen Tasten in C-Dur. In D-Dur habe ich, um diese Melodie zu spielen, muss ich das Fis und das Cis spielen. Und deswegen gelten die, die Töne, die ich nutzen kann, ja, also quasi Fis und Cis, wird anstelle von F und C gespielt. Ja, und der Rest sind alle weißen Tasten. So, das ist die Basis. Und der Rest letztendlich ist, in der Musik ist alles letztendlich möglich, ne? Zum Beispiel, wenn ich vorhin habe ich noch diese eine Improvisation gemacht, wo wir nur mit weißen Tasten gearbeitet haben, weil wir in der Tonart A-Moll waren. Ja, A-Moll besteht nur aus weißen Tasten. Und da habe ich, obwohl habe ich vorhin noch eine schwarze Taste benutzt, man kann schwarze Tasten nutzen, aber wenn ich das jetzt mache, klingt es automatisch ein bisschen schräger, ein bisschen funky, ein bisschen bluesiger. Hör mal, diese Note hier, die fällt aus dem Rahmen, ja, also die gehört eigentlich nicht zur Tonart, aber deswegen klingt sie so, es ist keine typische Klaviermusik, ne, aber im Blues, Gitarristen, Rock'n'Roll, die nutzen gerne mal so eine Note. Genau, also letztendlich, man kann das zwar auch wieder mit Theorie irgendwie reinbringen, aber letztendlich ist das Ganze auch entstanden, ja, weil Musiker irgendwie experimentiert haben und sind dann auf solche Sachen gekommen. Und eine Sache ist auch noch, man kann so einen Halbtonschritt, egal von welcher Taste, zum Beispiel gut als Vorschlag nutzen. Okay, also das zum Einsatz mit schwarzen Tasten. So, Himmelmann fragt, sind 61 Tasten notwendig, beziehungsweise finden Sie oft Verwendung gegenüber 49 Tasten? Also, das klingt ganz witzig, nämlich es gibt ja Keyboards, haben ja meistens so entweder 49 Tasten oder 61 Tasten, aber ein Klavier und zum Beispiel auch meins, hier, ihr seht nicht alle Tasten, also oder ein E-Piano, aber jedes akustische Klavier, ach, nicht jedes, aber fast jedes, hat 88 Tasten, sogar noch mehr. So, kann man die alle brauchen? Also, den tiefsten Ton hier nutze ich sehr selten, aber ich habe ihn schon gebraucht. Nämlich zum Beispiel, Achtung, ich muss mein Mikrofon ein bisschen verrücken, damit ich jetzt hier auch rechts ganz hoch kann. Auch diese Töne verwende ich sehr selten, aber zum Beispiel kann ich... solchen Lauf machen. Das war ein A-Moll-Akkord, aber ich habe alle A's, alle C's und alle E's auf meiner Tastatur verwendet und dabei das Pedal gedrückt, damit die Töne weiter klingen. Und das ist dann, ja, also dafür kann man alle Töne verwenden. Ich nutze selten alle Töne. Guck mal, es gibt aber Klavierkonzerte oder Stücke, da braucht man fast, da muss ich umgreifen hier oben, alle Tasten. Ja, oder alle Oktaven. Also da, hier, bei diesem Stück kommst du nicht mit 61 Tasten aus. Aber zum Beispiel, um viele Lieder, die ich zum Beispiel als Tutorial habe, zu spielen, oder überhaupt um die meisten Lieder zu spielen, reichen tatsächlich, naja, ich würde sagen 61 Tasten. Dieses 49 ist ein bisschen eng. Kann man machen, aber man muss ein paar Kompromisse manchmal eingehen. Also zum Beispiel, wenn man die linke Hand eigentlich hier unten spielen sollte und die Melodie in der rechten Hand ist hier oben. Ja, und dann kann man zum Beispiel die linke Hand einfach eine Oktave höher spielen, diese beiden Ds hier hoch verlegen. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, was möchte man und so weiter. Aber keine Frage, man kann mit kleinen, relativ kleinen Tastaturen sehr viel rausholen.
Ich habe zum Beispiel auch hier so ein Mini-Keyboard. Also ich glaube, das hat nur 2 Oktaven, vielleicht sogar noch weniger. Und auch damit kann ich, guck mal hier, diese 2 Oktaven. Ich versuche jetzt mal ein paar Lieder damit zu spielen. Fangen wir mal mit River Flows in You an. Ja, ist eingeschränkt. Aber es geht. Aber ist die Frage halt, was du möchtest. Begnügst du dich damit, oder? Ja, jetzt habe ich gefuscht. Das ist schon zu hoch. Okay, ein anderes Lied. Ich glaube, mein Mini-Keyboard hat 3 Oktaven, nicht 2. 2 ist doch schon ein bisschen sehr eng. Okay. Aber lustige Frage auch. Himmelmann schreibt, Paul Messerschmidt, es gibt Cubase, Ableton Live, FL und etliche weitere DAWs. Paul Messerschmidt hat wahrscheinlich was mit Programm zum Aufnehmen gefragt. Achso, gibt es Logic Pro auch für Windows oder gibt es ähnliche Programme für Windows? Also Logic Pro gibt es nicht für Windows, aber genau, wo ist der Kommentar jetzt hin? Wie Himmelmann schon richtig geschrieben hat, es gibt natürlich andere Programme für Windows. Was ich vorhin gesagt habe, sollte auch alles damit gehen. Ich habe ja sowieso gesagt, dass der Klaviersound von Native Instruments kommt und die gehen auch alle so mit diesem Windows-Programm wie Cubase, Ableton Live, FL Studio. Es gibt noch eine witzige wie heißt das Programm nochmal von Presonus? Studio One heißt das. Das ist auch ein sehr witziges Programm. Also mit witzig meine ich, dass ich glaube, dass es sehr gut ist. Alexius Klexus fragt, sind eigentlich für einen Profimusiker Fachbegriffe sehr wichtig, wie zum Beispiel Dominante? Also, das hängt sehr vom Profimusiker ab. Also, es hängt eigentlich sehr vom Menschen ab, sondern ich glaube noch nicht mal vom Profimusiker. Genau, vom Menschen. Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich verstehen kann. Und wenn man sich irgendwie versteht, ohne dass man Fachbegriffe nutzt, umso besser. Aber was heißt umso besser? Also auch schön, ja. Also jeder Eck ist anders, sagen wir in Köln, ja. Jeder muss das machen, was er für richtig hält. Piano Impro sagt, das klingt echt schön. Danke, Thomas. Hey, Piano Impro freut mich natürlich sehr. Nach deinem Namen zu urteilen, machst du auch sehr gerne Improvisation. Ich schaue gleich mal bei dir vorbei. Miriam Paff schreibt, bei deinen Tutorials sieht man auf der C-Taste immer C1, C2, C3. Es klingt aber meist höher als auf meinem Klavier. Anscheinend hast du nichts 7x C zur Verfügung, da komme ich oft durcheinander. Also, Miriam, das hängt damit zusammen, dass die, was da drüber angezeigt wird, die amerikanische Schreibweise ist. Und lustigerweise gibt es einfach zwischen der amerikanischen und, ich weiß gar nicht, ob es die europäische oder die deutsche Schreibweise ist, ein paar, also die Deutschen oder Europäer haben quasi das weltweite System da ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist. Zum Beispiel sagen Amerikaner A, und ich glaube nicht nur Amerikaner, ich glaube wirklich alle außer in Deutschland, A, B, C, D, E, F, G, wenn man vom A anfängt. Ja? Also die nennen das H, B. Und das macht auch Sinn, wie das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Und in Deutschland heißt es B, H. Ja, und das ist dann das B. Und so ist es auch mit diesen Cs. Also C1 und kleines C und großes C und eingestrichenes C und die ganzen Sachen. Das ist da ein bisschen anders. Alexis sagt jetzt, dass sein Klavierlehrer nämlich immer die ganze Zeit Fachbegriffe verwendet und du sitzt dann immer da und nickst nur, obwohl du die ganze Zeit irgendwie was verstehst. Weißt du was, dann frag ihn doch einfach, was er meint. Ich glaube, das ist das Beste. Paluten 2.0, ich habe natürlich eine Hose an. Ich habe sie vorhin schon gezeigt und du kannst
dir das gerne im Livestream später anschauen, wenn er wieder da ist. Und QXYYDA, Quixi da, fragt: Hey Thomas, kommt eigentlich bei dein neues Tutorial? Beziehungsweise woran liegt es, dass es da überhaupt weniger geworden ist? Danke für die Antwort. Also, dass es da überhaupt weniger geworden ist, ich habe immer unterschiedliche Phasen. Es ist bei YouTube weniger geworden, aber insgesamt mache ich für Werde Musiker immer ständig weiter. Das ganze Jahr gibt es da viel zu tun. Genau, also dass ich für meine Webseite Werde Musiker halt Videos produziere, die nicht auf YouTube sind. Genau, und gerade bin ich in so einer Phase, aber es kommen auch wieder mehr Tutorials. War das alles mit der Frage? Warte, kommt da nochmal ein neues Tutorial? Ja, natürlich kommt noch einmal ein neues Tutorial. Rasmus Schuster sagt, ist die Deutsche. Jetzt müsste ich. Gehört da noch ein anderer Kommentar zu Rasmus? Dünnform mit 3. Dein 4 mit 3. Schreibt, moin, wegen dir habe ich mir ein Klavier geholt, allerdings fehlt es mir immer an der Motivation, weil die Fortschritte so langsam sind. Aber ich bin dran. Also super, dass du dran bist und dass die Fortschritte langsam sind. Naja, also das kann manchmal sein. Manchmal ist es aber auch so eine Empfindung. Also was ich dir vor allen Dingen, dem größten Tipp, den ich glaube ich in dieser Sache geben kann, ist, dass du immer nach jedem Üben überlegst, was hast du wirklich gerade alles gelernt? Und dann fallen dir wahrscheinlich mehr Dinge auf, als dir eigentlich bewusst sind, wenn du dir die Frage nicht stellst. Ja, und das ist immer eine schöne Motivation. Nämlich die meisten Menschen unterschätzen einfach, was sie so immer leisten, was sie so am Tag machen, was sie, wenn sie üben, was sie da schon alles geschafft hat, weil man das manchmal gar nicht merkt, was man alles macht. Also, das empfehle ich dir sehr, das so mal zu sehen. Und außerdem empfehle ich dir, dir so ein kleines Ziel zu setzen. Also, und am besten auch mit Zeitpunkt, dass du zum Beispiel ein bestimmtes Lied bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lernen möchtest. Das mit dem Zeitpunkt muss nicht sein, aber es gibt dir so automatisch so ein bisschen, weißt du, wenn du dir ein Ziel hast und das ein bisschen konkreter machst, dann ist das, wird es greifbarer einfach und, ja, wie soll ich das beschreiben? Also es ist einfach, probier es mal aus, du wirst merken, dass die Fortschritte dann, oder du bemerkst deine Fortschritte dann auf jeden Fall besser. Laurenz Muckel schreibt, jetzt verstehe ich, warum es seltsam klingt, wenn ich in einer Akkordreihenfolge ein amerikanisches B spielen soll. Ja, ganz genau. Daran liegt's. Hallo Thomas, Patrick H. 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 Mahomes. Patrick Mahomes schreibt: Hallo Thomas, vielen Dank auch von mir für deine super Videos. Gerne. Lerne gerade Tennessee. Dem Wunsch Spectre von Alan Walker schließe ich mich gerne an. Spectre. Übrigens, ich bin auch ein großer Alan Walker-Fan, aber das Lied habe ich gerade nicht im Kopf, sonst würde ich es spielen. Schade, aber Alan Walker finde ich ziemlich cool. Macht er gut, so wie er auch produziert. Also, genau, und das auch Klavier bringt er irgendwie immer sehr schön mit rein. Ne? Ihr könnt mal schreiben, wer schon mal von euch auf einem Alan Walker-Konzert war. Das würde mich interessieren. Ich war noch nie da. Und ich glaube, so schnell werden wir da auch erstmal leider nicht hinkommen. Okay, ich spiele noch mal was. Thank you.
Yeah, das war das Stück Thank You for the Music von ABBA. Genau, ich habe gesehen, zwei Leute haben es Minimum erkannt. Ich habe die Kommentare nur so an der Seite reinfliegen sehen. Und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Oh nein! So. Jonas Zist, CST, schreibt, ich übe gerade Someone You Loved für meine Schwester. Oh, wow. Da würde deine Schwester sich freuen. Und Colin war zuletzt bei Michael Bublé und dieses Jahr wären auch ein paar andere Konzerte dran. Oh nein. Oh nein, das tut mir leid. Naja, oder... Ne, oder sagen wir so, also ich glaube, also vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, aber ich glaube, dieses Jahr gibt es keine Konzerte mehr, oder? Außerdem habe ich noch eine zweite Frage an euch. Gut, dass mir das gerade einfällt. Sag mal, habt ihr eigentlich Lust, mir mal ein paar Videos zu schicken? Am besten per E-Mail und dann über WeTransfer. Gerne meine E-Mail-Adresse thomas@werdemusiker.de. Wie ihr spielt. Und dann würde ich... Oder dann schaue ich mal, ob ich das hinkriege, dass ich Reaktionsvideos dazu mache. Ja, also quasi zu eurem Spiel, euer Spiel kommentiere, ein paar Tipps gebe oder einfach meine Meinung dazu geige. Ja, also würde ich mich freuen, wenn ihr das mal schreibt. Genau, Gregor Anders hat schon die E-Mail-Adresse, ist auf jeden Fall richtig. Also ihr sollt mir nicht meine E-Mail-Adresse übrigens schreiben, sondern eine E-Mail an diese Adresse schreiben. Aber Gregor, danke, dass du das da reingeschrieben hast, dass sich alle das abkopieren können. Und dann könnt ihr mir gerne halt Videos von euch schicken, wie ihr was spielt. Und ich kommentiere das, also hier auf dem Channel natürlich. Und die Heike ist seit 1975 ABBA-Fan. Seit 1975? Wahnsinn. Potter LB. Als ich das erste Mal Faded von Alan Walker gespielt habe, lag meine Schwester weinend auf meinem Schoß. Da hast du sie zum Weinen gebracht, glaube ich, beim Klavierspielen. Little Legend Ice schreit, trau mich nicht. Oh, schade. Zum Glück hast du dich getraut, den Kommentar zu schreiben. DV Rehe 1S fragt, dann sollen wir da die Tasten und Finger filmen? Es wär ganz gut, die zusätzlich auch zu sehen, ja. Ich glaube, das interessiert auch überhaupt viele dann, die das Video sehen würden, wenn man auch gleichzeitig Tasten und Finger sehen könnte. Aber ich glaube, ganz cool ist zum Beispiel so ein Schulterblick, so schräg von links hinter der Schulter. Theoretisch auch so von oben, wie ich hier das gerade mache, dass die Kamera von oben ist. Oder lass dir was einfallen. Also es gibt auf jeden Fall da nichts Vorgeschriebenes. Ist erstmal so eine spontane Idee. Ah, Mauze fragt, spielst du auch Lieder von Bodo Wartke? Ich finde tatsächlich diese Melodie sehr schön von dem Lied, wo er dieses Ich liebe dich auf alle möglichen Sprachen macht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier spielen kann. Wie geht das nochmal? Zweiter Akkord. No.
genau, das ist Bodo Wartke. Den Titel kenne ich leider nicht, aber ich bin mir sicher, wenn ihr nach Bodo Wartke und irgendwie Liebeslied oder so sucht, findet ihr das Video. Empfehle ich euch sehr, immer reinzuschauen. Ist wirklich ganz witzig, weil er das Ich liebe dich auf all möglichen Sprachen macht und auch auf ein paar Dialekten. Das macht er sehr witzig. Tolle Idee. Mauze. Ursula Rittweger fragt, die Videos würden dann öffentlich kommentiert? Ja, genau, die Videos würde ich öffentlich kommentieren. Ja, also ich würde die dann quasi abspielen, das Ganze abfilmen und dann dazu meine Meinung geigen. Also ist bisher eine Idee, wenn ihr das machen wollt, dann schreibt ihr am besten auch dazu, ob dass ihr das wirklich öffentlich kommentiert haben möchtet oder nicht. So, Gitarrenjodler sagt, hey, ich finde deine Musik echt klasse. Könntest du vielleicht kurz With or Without You von U2 spielen? Das würde mir in der Quarantäne sehr die Zeit verschönern. Wünsche dir einen schönen Tag. Gitarrenjodler, ich probier's. Without You von U2, ne? Without You. Na, na, na. Das war für Gitarrenjudler. Viele Grüße in deine Quarantäne. Eine kleine Improvisation um YouTube With or Without You. Ich muss es mir auch nochmal anhören. Die genaue Melodie habe ich nicht ganz im Kopf. Aber YouTube ist auch eine sensationelle Liveband. Kannst mal schreiben. Gerne. Gerne, Gitarrenjudler. Kannst mal schreiben, ob du schon mal auf einem Konzert von denen warst. Nämlich ist einer der erfolgreichsten Bands, die überhaupt je getourt sind. Ich glaube, Ed Sheeran hat sie jetzt gerade nur getoppt. Ansonsten hatten sie die größten Touren von allen Künstlern aller Zeiten. Seda Inchikara schreibt ganz oft Alan Walker. Hashtag Alan Walker. Und Jonas CST auch. Ich glaube, ihr seid große Alan Walker-Fans. Viele Grüße an alle Alan Walker-Fans da draußen. Aha, Gitarrenloh, das steht noch auf der To-Do-Liste. Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß und hoffe, dass es bald wieder Konzerte gibt. Und Sabine aus dem Vogtland. Viele Grüße aus dem Vogtland und jetzt gibt's Halleluja für dich. Thank you.
Halleluja, mit vielen Grüßen ins Vogtland. Ich habe leider eine Stelle irgendwie gerade nicht hinbekommen. Diese, warte, das ist das Vogtland. Das fuchst mich jetzt. Strophe spiele ich noch. Jetzt kann's. Sabine, ich habe schon gesehen, dass du dich gefreut hast. Freut mich natürlich auch sehr. Also nochmal viele Grüße ins Vogtland. Und vorhin habe ich einen Kommentar gesehen, ich weiß leider nicht mehr von wem, wo gefragt wurde, wie wann klingt Musik dramatischer oder wie kann eine Improvisation dramatisch klingen? Und das ist ein sehr schönes Beispiel hier bei diesem Lied. Ganz dramatisch. Und dann wird es plötzlich entspannt es sich wieder. Und wieso wird es hier dramatisch? Also an dieser Stelle habe ich mich gerade halt vorhin verspielt. Weil es ein bisschen unlogisch wurde auch. Ja, also ich hatte es nicht im Kopf und wenn ich zum Beispiel improvisiere, ist das zum großen Teil Ohr. Aber wenn es komplizierter wird, hat es auch ein bisschen halt mit der Musiktheorie zu tun. Ja, ein bisschen logisch und hier hat er halt quasi Regeln gebrochen. Und immer wenn Regeln gebrochen wird, dann klingt es, dann ist mehr Reibung im Spiel, mehr Spannung einfach. Auch bei sowas zum Beispiel, guck mal, wir sehen, der Ton hat C-Dur. Und der nächste Akkord, A-Dur oder G-Dur, was auch immer es ist, nämlich hat wirklich gar nichts mit C-Dur zu tun. Und deswegen klingt es so schön dramatisch. Ja. Und diese Sachen sind ein bisschen schwieriger zu merken. Genau, aber natürlich sensationell. Das ist ja das Schöne an Musik. So, der Holger Kurz ist da. Hallo Holger. Hallo miteinander und hallo Thomas. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Viel Zeit zum Klavierspielen. Ja, ganz genau. Das ist doch das Schöne an der Zeit. Also ich finde es immer wichtig, dass man den Fokus auf die schönen Sachen legt. Und natürlich ist der Grund, dass wir gerade so viel Zeit haben, nicht so schön. Aber umso schöner ist es, dass es halt auch wieder mehr Zeit zum Beispiel für Dinge wie Klavierspielen gibt, aber auch natürlich für viele andere schöne Dinge. So, jetzt kommen noch ein paar ganz viele Musikwünsche dran. Pass auf, ich schlage Folgendes vor, ich mache nochmal so ich spiele nochmal mehrere Lieder am Stück. Viele Grüße Maret Kinzes, viele Grüße Fortnite Player, Woozer Music, Darkset von Alan Walker, Akkorde, E-Moll, D, C und G. Darkset ist das neue Lied, ne? Jetzt habe ich die Melodie nicht im Kopf. Genau.
besser Sound. Caroline Capellari. Wie kann man eine einfache Melodie ausschmücken, wenn man in der linken Hand die Akkorde dazu spielt? Hast du einen Tipp für mich? Hey Caroline, warst du am Anfang des Videos schon dabei? Wenn nicht, es ist gleich auch online und da gehe ich eigentlich genau auf solche Sachen ein. Das haben wir in diesem Video hier gemacht. War eine sehr gute Frage. Okay, King JJ77, viel Grüße nach Dortmund. Patrizio Marianciano, du bist super, Thomas. Patrizio, du bist auch super. Vielen Dank. Und jetzt spiele ich noch eine Improvisation aus verschiedenen Musikwünschen, die ich so zwischendurch von euch aufgeschnappt habe. Und dann war es es zumindest für diese erste Corona-Klavierlektion. Ja, am Schluss war es mehr als nur eine Klavierlektion. Genau, aber das ganze Video ist gleich komplett online und dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen oder durchskippen. War auf jeden Fall jetzt schon ein sehr witziger Livestream. Okay. Ins Erzgebirge. Dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Und Jason Donat oder Donne, auch schön, dass du da bist. Und deinen Wunsch zu Pietro Lombardi kann ich hier leider gerade nicht also gerade kann ich das Lied nicht spielen, weil ich das Lied nicht kenne. Aber die Aufgaben waren alle, vielleicht findet ihr noch die Videos, die ich mit Sarah und Pietro zusammengedreht habe. Ja, ich habe sowohl mit Pietro ein paar Solo-Videos gedreht, als auch mit Sarah. Die Videos wurden damals gelöscht, als sie sich getrennt haben. Aber ich glaube, es gibt, sie wurden wieder hochgeladen. Also wer die Videos findet und in den Livestream kopiert, hat gewonnen. Ja, ist der Erste.
Thank you.
So, das war eine ganze Reihe von Liedern, sehr unterschiedliche Lieder. Und ganz am Schluss, zwar in einer anderen Tonart, habe ich nochmal die Übung aufgegriffen, eigentlich die Hauptübung, aus dieser ersten Corona-Klavierlektion. Also, ich freue mich, wenn der Livestream jetzt gleich vorbei ist, wird er nach ein paar Minuten bei YouTube auch nochmal zum Anschauen online sein. Freue ich mich natürlich, wenn ihr mit dieser Lektion auch ein bisschen übt, wenn ihr mit dieser Lektion vor allen Dingen Spaß habt. Und dann könnt ihr mir auch nochmal drunter schreiben, ob ihr eine weitere Corona-Klavierlektion haben möchtet. Also irgendwie mit einem Lied, mit einem Song, mit einer Übung. Jetzt in der Zeit, wo wir zu Hause bleiben müssen. Oder einfach ein Livestream. Oder genau. Alles, was euch sonst noch einfällt. Würde mich sehr interessieren, brennend interessieren. Erstmal hören wir vielen, vielen Dank, dass ihr am frühen Morgen so zahlreich dabei wart. Genau, ich schreibe nochmal. Oh, der Jetrix ist da. Hey, Jetrix. Ich wollte gerade sagen, ich schaue nochmal in die Kommentare. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch sehr gut. Du bist eigentlich immer der Allererste im Livestream. Aber ich weiß, du bist immer sehr treu und lange dabei. Und mir geht's sehr gut und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und die Celia liebt diese Livestreams. Das freut mich natürlich auch sehr. Und Adam Börse schreibt: Did anyone just get on this video by just watching something else? Well, that's possible. That's possible, of course. YouTube is so full of suggestions, right? Okay, Alina Klavier, vielen lieben Dank für diesen Livestream. Alina, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Silvi F. schreibt, sie fängt auch gern wieder von vorne an mit Lektion 2. Ja, viel Spaß. Freut mich sehr. Christian Moritz, kannst du eine Fortsetzung von Unravel machen? Also müsste ich mich nochmal reinhören. Habe ich das Lied noch nicht komplett gemacht? Oder ich hatte, also ich meine, das, was ich vorhatte, habe ich abgeschlossen. Weißt du was? Ich muss nochmal reinschauen. Ich muss nochmal reinschauen. Genau, aber viele Grüße an dich, Christian. Caroline Capellari schreibt, dein YouTube-Channel ist echt super, danke, dass du das machst. Ich habe mit deinen Tutorials angefangen und spiele jetzt meist nach Gehör. Wow, super. Also freut mich natürlich, dass du dabei bist. Und super, dass du das so machst. Piano Impro Livestream ist immer eine super Sache, da man sich zwischendurch austauschen kann, ganz genau. Okay, Jetrix, schön, dass es dir auch gut geht. Ach so, genau, als ich schon spielen war, genau. Hey, Stefan van Leuven, viele Grüße nach Holland. Greetings. Of course. Potter LB, danke Thomas, wieder ein schöner Moment mit dir. Hey, schöner Moment auch mit dir. Also, schöner Moment mit euch allen nochmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ich bin schon sehr auf eure Kommentare unter dem Livestream dann später nochmal gespannt. Also macht's gut, bis dann. Einen wunderschönen Samstag erstmal euch. Viel Spaß und viel Grüße an euer Klavier und bis dann.